Das ist das Problem mit den Shadern. Wenn es dunkel wird, wird es wirklich dunkel. Da kann ich dann noch so viele Fackeln aufstellen. Es wird einfach dunkel. Ob du willst und nicht. Richtig. Sollen wir gleich noch eine Runde pennen? Können wir gleich machen, Sekunde. Ich will gerade hier oben noch ausleuchten, das nicht. Das ist hier nichts spawnt. Hier oben könnte man auch schön irgendwie noch so ein. Weiß nicht. Schachclub reinmachen, was weiß ich. Gehen wir gleich noch eine Runde pennen. Ich bin unterwegs. Hopp, hopp. Jetzt kommen da ein bisschen diese Mondstrahlen, ne? Ich weiß nicht. Irgendwie nicht so hundertprozentig. Aber naja. Man kann nicht alles haben. So, jetzt nochmal kurz einen Mitternachtssnack. Ah, der liegt vor deinem Bett. Ich hab mir gerade schon einen reingezogen. Ah. Oh, yay. Geil, es gibt Kuchen. Rat dir was für einen Geschmack? Kuchengeschmack. Yay, ja. Mein Lieblingsgeschmack. Junge. Ich komme gerade vor wie ein grenzdebiler Vollidiot. Sag jetzt nix. Ach, das mochten wir doch immer. Nichts mehr zu essen. Jetzt muss ich verhungern. Yes. Palim Palim, wie machen wir hier am besten weiter? Erstmal werden die Wände mit Stein verkleidet. Ich glaube, die Laptop-Platte hat einen Hänger, so wie das klingt. Ich schlag mal kurz drauf. Warte. Ich habe das Gefühl, Minecraft wird immer langsamer. Also wird immer mehr Tempo rausgenommen. Erst die Schlagkombos, jetzt brauchst du auch noch ewig, ums Item zu wechseln, das du gerade in der Hand hast. Ja, muss ja realistischer sein. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser, meiner Meinung nach. Es gibt bestimmt viele Leute, die das anders sehen. Aber ich bin der Meinung, es wird nicht besser. Ich auch nicht. So, wuppdi-schwuppdi. Hier mal flott Stein an die Wand geballert. So. Das ist sehr schön. Ich würde es gerne fortsetzen hier mit. Ja, da müssen wir dann noch irgendwie ein bisschen das Ganze verstecken. Aber das kriegen wir hin. Dass es von außen nicht sofort ersichtlich ist, dass hier was drunter ist. Aber das sollte möglich sein. Und wenn es ein bisschen rausspickt, ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja nur ein Lagerhaus und kein Beauty-Salon. Ja, warum nicht beides? Ich habe kein Eichenholz mehr. Das war der Stack, der in Patricks Kiste drin war. Ist hier noch irgendwas? Nein, aber ich kann ein bisschen Dirt lagern. Klatsch. So, jetzt mal schauen, ob in dieser Kiste wirklich nichts mehr drin ist. Diese Kiste ist leer bis auf eine einzige verlorene Treppe. Die bleibt da auch drin. Kann ich mal gefahrlos ins Nether gehen oder spackt dann der Server? Kannst du theoretisch machen. Okay, will mal gucken, weil du was da drüben ist. Eigentlich nicht viel, soweit ich weiß. Kevin und ich waren mal unterwegs und haben die Festung ein bisschen auseinandergenommen. Nein. Wow. Bist du schon im Nether? Ja, ich war fast wieder zurückgeportet. Ich hab davon jetzt nichts gemerkt, dass du da reingegangen bist, deswegen. Scheint das ja einigermaßen zu klappen. Habe ich nur eine Schaufel? Nur eine Schaufel. Aber wisst ihr was? Wir gehen hier tatsächlich noch eins runter. Komm her, du scheiß Viech. Okay. Danke mich. Dazu werde ich nicht gut genug bezahlt, tut mir leid.
So. Gleich macht's Katschink. Da hat's Katschink gemacht. Zum Glück habe ich nicht vorgesorgt und habe keine Spitzhacke mehr dabei. Nice. Ich bin einfach so gut. Soll ich dir eine vorbeibringen? Ich habe alles dabei, um mir eine zu machen. Danke. Ich habe eine volle, deswegen. Ich habe mir soeben eine Spitzhacke gecraftet. Und einsammeln. Bist du, dass er da vom Haus rumschlappt? Ja. Ja. Wer kann es sonst sein? Creeper. Mit Namensschild. Habe ich jetzt nicht gesehen durch die Wand durch. Okay. Tja. Ich guck mal im Gasthaus, ob es allen Gästen gut geht. Mach das. Und wenn einer nicht zahlt, schmeiß ihn raus. Das war die Schaufel. Ich muss mein Inventar mal ein bisschen leer machen. Beziehungsweise... Machen wir das einfach ganz einfach. Weil einfach ist. Alter, jetzt sind wir 2 Scheine abgehauen, ohne zu zahlen. Boah, schreib ihn auf die Liste, der darf nie wiederkommen. Und in Zimmer 3 hat er sogar das Bett mitgenommen. Was für Alter. Ein Arsch. Extrem. Das ist ja mal gar nicht nett. Ich hatte noch eine Spitzhacke im Inventar, ich Schlaumeier. Zimmer 4 wird anscheinend gerade renoviert. Inwiefern? Das sieht nach Baustelle aus. Echt? Ja, guck mal rein. Hat sich da wieder jemand ver... Oh, scheiße, ist das finster hier drin. Zimmer 4. Hey, what the fuck? Wie kommt das hier rein? Das sieht nach Baustelle aus. Ich erinnere... Ah, es kann sein, dass es vom Dachbau noch übrig ist. Ah, okay. Ja, lass es drin. Hört ja keinen. So, wir begeben uns wieder unter Tage. Ich hoffe, ich muss das nachträglich nicht anpassen, weil es zu dunkel geworden ist. Eine Schaufel wollte ich mir eigentlich machen. Genau. Geht die Leiter im Gasthaus irgendwo hin? Leiter? Bleibt da mal noch raus. Ich bin schon unten. Ja, das ist nicht für jetzt. Das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Also, Klappe halt, nichts verraten. Okay. Und aber hier sind wir wieder. Aber ich guck's mir stillschweigend an. Mach das. So. Den ganzen Berg weg, der stört. Naja, wenn man das Berg nennen möchte. Schuppig, wuppig. Oh, ein Haufen Dirt kommt dabei rum. Halt schon was. So. So, sehr schön. Schauen wir mal. Wisst ihr was? Wir ziehen jetzt hier in Gottes Namen die Decke auch noch raus. Beziehungsweise, ich habe die Idee. Warum machen wir keine Oberlichter? Dann müssen wir nicht alles mit Fackeln ausleuchten. Können wir machen. Ich arbeite bereits daran. So hart gefailt. Ich weiß es nicht, wovon du redest. Aber ich erkläre es dir dann. Vielleicht nachher. Ich wollte dann sowieso noch zwischenzeitlich neue Musik mal in die Playlist kopieren. Ich hatte doch Cleanstone mit, oder? Hab ich weggepackt. Na, schauen wir mal, wie wir das machen. Nein. Das da. Geht das so? Nee, viel zu arg vorm Kopf. Everything changes.
Ich glaube, das sage ich jedes Mal, wenn dieses Lied kommt. Es gibt nichts, was besser zu Minecraft passt als dieses Lied. Ja, das habe ich auch schon öfters mal gehört bei irgendeinem Let's Play. Ich bin jetzt dazu übergegangen, die Decke aus Stein zu machen, weil wir einfach so viel Stein haben. Dann können wir ein bisschen Holz sparen. What the? Alles klar, da steht eine Workbench und eine Kiste mit einer Holztreppe drin. Ja, das ist die Kiste, von der ich vorhin gesprochen habe. Das baue ich mal alles ab. Kannst du gerne tun. So. So. Na komm. Ah, verflixt. Eins, zwei, vier, fünf. Kann ich darüber? Ja, es reicht. Wir machen das dann nachträglich noch ein bisschen schöner hier. Angst, das wird noch alles. Nicht verzagen, liebe Freunde. Wir bekommen das schon hin. Komm, weg wieder, weg wieder. Es wird schon wieder dunkel, verflucht nochmal. Dann lass Richtung Haus gehen. Müsste mal vielleicht noch schnell das Schwert im Zug in Quickslot packen. So. Holla, die Waldfee. Zacke. Und ab ins Bett. Hin nach getanem Tagwerk. Oh. Schön, dass da unser ganzer Chatverlauf drin steht. So. Jetzt werfe ich noch einen letzten Blick. Oh, sieht das schön aus, wenn die Sonne so, die Morgensonne durch die Fenster reinscheint. Wirklich schön. Jetzt werfe ich noch einen letzten Blick da hinten drauf und dann würde ich sagen, wir machen eine, Entschuldigung, kurze Pause. Dann kann ich zum Beispiel noch nach Musik suchen, die ein bisschen mehr auf Roleplay ausgelegt ist als das, was gerade läuft. Du wirst es nicht glauben, aber mir geht der Cobblestone aus. Ernsthaft? Ja, ich könnte ein bisschen Cobblestone gebrauchen. Bin gleich auf dem Weg. Lieferjunge meldet sich. Finde ich super. Aber, oh, warte mal, vielleicht habe ich noch ein bisschen was. Warte mal, bevor du jetzt extra herrennst. Ist okay, ich habe noch. Nee, das ist Cleanstone. Das ist Andesit. Ich hab keinen Kobbel mehr. So. Lieferung vorbeigebracht. Liegt in der Kiste? Richtig. In der direkt vor der Tür? Richtig. Du hättest mal um die Ecke gucken können, da steht nämlich schon eine. Ich weiß. War es jetzt wirklich nötig, da nochmal eine Kiste in den Weg zu setzen? Es war die von vorhin, diese Kiste. Ja, das war, da war Baumaterial noch drin von dem ersten Lagerhaus. Richtig. Das dann den Weg alles Vergänglichen genommen hat und abgerissen worden ist. So. Bis das Ganze hier ein bisschen natürlicher aussieht, klatschen wir jetzt mal eben noch Erde rüber. Ganz wild und willkürlich bis auf die Lichtschächte. Die bleiben, wie sie sind. Nee, das sieht so. Damit. So. Bis auf die Lichtschächte, habe ich doch gerade gesagt. Bist du dir sicher, dass du lieber Roleplay-Musik drin hättest? Du gehst gerade ab zu diesem Lied. Ja gut. Gut, es wird besser wie das Gedödel von vorhin, deswegen. Ja gut, klar, dann würde ich sagen, ich suche in der Aufnahmepause mal
RPG-Musik und dann schauen wir mal. Wegen mir auch gern etwas rockiger. Etwas rockig. Ich hätte jetzt eher so wirklich in Richtung wirklich diese RPG, diese mittelalterliche Musik rausgesucht. Dann was aber mit viel Dudelsack. Wohl eher mit viel Klampfe und Bratschen und sowas. Du kannst mir ja Vorschläge schicken. Das Wichtigste ist, dass sie copyright-frei sind. Ja, dann schicke ich dir demnächst mal ein Lied von dem Kumpel selbst geschrieben. Da bin ich gespannt. Und komplett selber aufgenommen, also... Home Recording? Ja. Oh, nicht schlecht. Oh, Mist. Ja, apropos, das könntest du demnächst sogar tun, weil ich würde jetzt eine kurze Pause veranschlagen. Das wäre mir sehr genehm, wenn das möglich wäre, die demnächst einzubauen. Klar. Weil sonst wird es so unübersichtlich, wenn du eine 2-Stunden-Aufnahme schneiden musst, dann wirst du irgendwann käsig im Kopf. Gut, dass ich es nicht machen muss. Und das Schneiden ist ja noch, das Schneiden ist ja eigentlich kein Thema. Das Rendern, das wird dann richtig interessant. Ja gut, da musst du relativ wenig dafür machen. Ja, richtig, ich muss nur die Hitze ertragen. So, ich werfe jetzt hier nochmal einen kurzen Blick rein. Muss einfach laufen lassen und dann das Laptop in den Kühlschrank stellen. Auf dem Laptop rendern, sonst geht's noch. Wenn ich auf dem Laptop render, dann würden wir ungefähr ein Video im Jahr rausbringen. Ah, geht ja. Das ist vollkommen okay, ne? So, und dann würde ich mal sagen... Ja gut, noch schnell was zwischen die Backen geklemmt, so. Dann die Musik mal kurz abgedreht. Du meinst die Backen im Gesicht. Was ist dir gerade aus dem Gesicht gefallen, Arschloch? Ja, dann sagen wir an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Er hat seinen Text gelernt, ich bin begeistert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.